Hallo und herzlich willkommen hier bei PlayGen. Ich bin der Patrick und ich zeige euch heute das Afterglow AG9 Headset von PDP. Ja, das AG9 ist ein Wireless Headset für die PlayStation 4. An der Seite ist so, ja, an beiden Seiten sogar ein Sichtfenster, das blau beleuchtet ist, wo man die Mikrochips sehen kann. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Kommen wir mal zu den Spezifikationen. Verbaut sind 50 mm Lautsprecher, ein entfernbares Mikrofon ist mit dabei. Sehr, sehr komfortabel soll es sein. Die Batterie soll bis zu 16 Stunden halten. Und die Wireless-Funktion bis zu 40 Metern, das ist natürlich sehr geil. Ja, die LED-Beleuchtung hatte ich schon erwähnt und das Ganze funktioniert auch an eurem Tablet oder Smartphone. Ja, hier sieht man auch schon das Innere der Verpackung, ganz schlicht gehalten, einfach alles in Tüten verpackt. Das Headset, das Mikrofon und der USB-Dongle, welcher direkt in eure PlayStation gesteckt wird. Ja, mit dabei ist das Mikrofon, der USB-Dongle, ein Ladekabel und ein Klinkensteckerkabel und natürlich das Headset. Ja, und das Schönste bei jedem Unboxing ist natürlich, die Folie abzuziehen. Und wenn man das hier tut, sieht das schon wirklich mega mäßig geil aus. Also die Glasscheibe, wo man durchgucken kann und die Mikrochips sieht, sieht mega geil aus. Und darüber dieses Klavierlack schwarz, also richtig geil. Natürlich die Frage von Fingerabdrücken und Kratzern, ja, natürlich. Ist das etwas anfälliger, aber es sieht trotzdem mega geil aus und wenn man vernünftig mit umgeht, sollte das auch klar gehen. Ja, besonders wenn das Ganze blau leuchtet, sieht das wirklich richtig fett aus. Das werdet ihr nachher auch noch sehen, das blende ich euch natürlich auch noch ein. Ja, die Ohrmuscheln sind sehr geil gepolstert, in so einem Kunstleder überzogen. Kunstleder finde ich richtig gut. Hier oben das Kopfteil ist in Stoff. Aber auch recht weich und dick gepolstert. Die Mitte ist sogar frei, was richtig geil ist. Wenn man natürlich so ein, ein Headset-Ständer hat, dann drückt sich da nichts ein. Richtig cool. Obendrauf Afterglow in Glanzschwarz. Hier sehen wir jetzt noch die Verstellung, welche sich wirklich sehr einfach einstellen lässt und auch sehr gut einrastet. Lässt sich auch sehr weit einstellen, also auch für größere Köpfe super geeignet. Hier an der Seite sieht man jetzt noch einen Mode-Knopf. Der soll dafür gut sein, dass so ein Bass-Boost eingeschaltet wird. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das so auf den Sound auswirkt. Also wir werden das auf jeden Fall in unserer Review ausführlich testen und vorstellen. Hier haben wir jetzt noch das Mikrofon, was sich sehr gut biegen lässt und einstellen lässt. Und natürlich lässt sich das Ganze auch in sich etwas drehen. Ja, sobald man den Knopf gedrückt hält, verbindet sich das Ganze mit der PlayStation 4. Blinkt erstmal nur, weil ich den USB-Dongle nicht drin hatte, aber es sieht wirklich sehr, sehr cool aus, die blaue Beleuchtung, also muss man wirklich sagen. Gleich sieht man hier nochmal die blaue Beleuchtung hier im Dunkeln, wirklich geile Sache und ja, auf jeden Fall war es das erstmal mit dem Unboxing. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Eine ausführliche Review folgt auf play-gen.de. Ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Patrick und ciao.